comes and goes. Phasen 4. Heute mache ich erstmal etwas, das ich komischerweise fast noch nie gemacht habe in 80 Parts. Und zwar Tuning. In einer Folge einfach mal komplett. Und zwar mit dem Subaru BRZ. Ich habe ja auch den zweimal mittlerweile. Und ich habe den einen, ja, wo ist Subaru hier, zum Drifter gemacht. Und den hier möchte ich zu einem GT-Wagen machen. Folierung und so weiter. Gucke ich mal, vielleicht mache ich das auch in einem Video, mal schauen. Und ja, ich mache das immer. Zuerst gehe ich hier Umbauten. Motorswap mache ich jetzt mal nicht, oder? Serienantrieb, i6, V8. V8 wäre natürlich cool, aber bringt auch bringt einiges. V8 wäre schon nice. Oder F4 Turbo. Ich lasse das erstmal ganz kurz. Ich möchte einmal gucken, auf welche Stufe oder wie viel kann ich hier reinbauen und auf welche Stufe könnte ich ungefähr theoretisch kommen. Ja, doch, hoch genug auf jeden Fall. Deswegen lasse ich hier mal den Serienmotor drin. Ich möchte ja nicht immer Motorstop machen. So, Bodykits von Rocket Bunny hätte ich eins. Wenn ich da auch einmal nachgucken möchte. Hier, ja, gut. Ich mache mal kein Bodykit drauf, weil das ist ja hier ein Drifter-Bodykit. Sieht man, glaube ich, recht leicht. Turbo. Pff. Komm, bauen wir rein. Ich lasse ihn mal auf den Heckantrieb. Zeige ihn auch. Ja, ich möchte nicht alles auf Allrad umbauen, auch weil das in dem Spiel echt OP ist. Ich gehe mal bei dem nicht darauf, dass ich das einstellen kann. Deswegen nehme ich einfach mal die. Die ist ganz schön, finde ich. Spoiler. Ja, sogar der Forza-Spoiler die beste Wahl, glaube ich. Kommt zum GT-Spoiler am ehesten. Na. Nehme ich mal einen Forza-Spoiler. Mögen zwar auch nicht so viele leider, aber ich finde ihn da ganz nett. Okay, nee, die nicht, die nicht. Nehme ich mal die. Und Motorhaube, komm, machen wir rein. So, Reifen nehme ich natürlich gerade bei dem Wagen hier, Wisenmischung. Die schraube ich dann auf die höchste Breite, weil es hat nur Vorteile und die sieht halt an sich geil aus. Felgen mache ich selten größer. Bei so einem GT-Wagen nehme ich oft irgendwie Felgen wie, wo ist er, diese hier. Und ich finde, bei der sieht es dann auch besser aus, wenn sie ein bisschen größer ist. Bei dem Tab hier packe ich mal alles rein. Das liegt ganz einfach daran, weil ich ein einstellbares Differential haben will und so weiter und so fort. Und Bremsen kommen natürlich auch direkt die besten rein. Bei dem entsprechend Rennfahrwerk, Stabilisatoren kommen rein. Auch wenn sie an der Stufe nichts tun oder nicht wirklich was tun. Sie sind doch ganz gut an sich. Und hier baue ich jetzt mal so ein, dass ich vielleicht auf S1900 komme. Könnte ich sogar schaffen. Ah, nicht ganz. Aber ist ja eh egal. Einstellung installieren kostet 80.000, das geht. Ich hätte mit mehr gerechnet. Ja gut, das ging jetzt schnell. Und jetzt gehe ich halt noch ins Feintuning. Wie ist, wenn es kann ich heute noch öffnen? Reifendruck auf 1,9 bar. Habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt. Ich gehe mehr auf Beschleunigung als alles andere eigentlich. Okay, das war ein bisschen zu sehr. 300 sollte er schon noch schaffen. Stabilisatoren lasse ich eigentlich mal weg. Federn mache ich ganz nach unten. Und ein bisschen härter.
So Aerodynamik mache ich normalerweise voll auf Kurven, mache ich einfach auch mal hier. Bremse lasse ich meistens das ganz gut so und hier mache ich mal das Differential komplett auf. Ich möchte halt keine blockierenden Räder am Start oder durchdrehenden Räder am Start haben, was ich immer noch leicht habe, aber nicht mehr so lang, wie wenn es offen wäre. Du hast dein Ziel erreicht. Okay, jetzt habe ich hier aber immer noch so ein bisschen zu viel. Ich mache mal die Gänge doch wieder ein bisschen länger. Irgendwie. Ist halt meistens bei Heckantrieb in diesem Fahrzeug mit Heckantrieb in diesem Spiel, dass die halt sehr leicht ausbrechen, man kaum noch was dagegen machen kann, aber mit Controller ist das gar nicht so schlimm. Bei dem ist es jetzt nicht so, dass er dadurch unkontrollierbar ist. Was ich mir einmal noch mal ganz kurz raus oder anschauen möchte, ist Ausrichtung 2, 1,5. Ich glaube, es kann auch ein bisschen daran liegen, dass ich jetzt hinten mehr Aero oder mehr Downforce habe als vorne. Auch nicht so gut. Soweit ich weiß zumindest. Also ich sehe sehr selten welche, wo das ja nur auf einer Seite in komplett eine Richtung geschraubt ist. Ich finde den Subaru BRZ an sich sogar ganz schön, auch mit, generell, man kann bei dem ja im Spiel sehr viel machen, finde ich sehr schön. Ja, es bricht halt, er bricht halt nur sehr leicht aus. Da weiß ich aber noch bei sowas noch gar nicht so sehr, wie ich das verhindern kann. Tipps natürlich auch zu sowas, Tipps gerne immer in die Kommentare, nehme ich sehr gerne an. Aber meistens sind ja solche Fahrzeuge eher Allrad, wenn ich sie tune. Aber naja. Maus. Oh, jetzt hat sich das Spiel geschlossen. Super. Ist mir auch länger nicht passiert. Das Problem ist, wenn einmal die Maus da aus dem Bildschirm raus ist, dann verloren. Naja. Ich glaube, nächste Folge mache ich dann mal, ja, wie ich es designe. Mache ich dann einen Zeitraffer oder so. Und mal schauen. Das Intro ist so laut von diesem Spiel. Man kann es nicht leiser stellen.
Da fahre ich jetzt noch ein schnelles Rennen und dann, ja, öffne ich noch die zwei Bierspins und dann mal schauen, ob da noch irgendwie Zeit ist. Ich glaube nicht, aber es ist auch schon wieder krass, dass jetzt fast 2018 oder ja 2018 sehr bald vorüber ist. Wenn ich gerade so, weil ich sehe das hier links auf dem Discord gerade so ein bisschen. Ja, pff. Schon wieder fast ein Jahr rum. Irgendwie fühlt sich das bei mir mittlerweile sogar auch recht schnell an. Also als jüngeres Kind, dann ist das, fühlt sich so ein Jahr lang an. Und irgendwann kommt dann der Punkt, da geht das dann recht schnell. Und ja. Vermisst es dann ja auch so Anfang Februar, Ende Februar? Ich mache dann ja auch schon wieder ein Jahr YouTube. Das ist dann auch schon wieder. Ja, gut. Willkommen zurück, Timo. Alles macht mir immer noch Spaß, von daher. Aber ich finde es dann auch irgendwie wieder beachtlich, zum Beispiel Leute mit 1000 Folgen Let's Plays, und ich meine damit jetzt nicht Gronkh mit Minecraft, also ihn auch, aber nicht nur, sondern vor allem so zum Beispiel German Common Gamer, vielleicht kennt ihn ja einer, bin ich auch gerade momentan in seiner Crew, der hat ein 1000 Folgen Let's Play von BeamNG, oh, nochmal 1300, ich kann ja mal ganz kurz nachgucken, Creative Hub, von 1300, Let's Play in Länge von 1300 Parts. Das sind mehr als 4 Jahre. Und er lädt täglich eins hoch. So 10 Minuten die Parts. Das finde ich sogar ganz nett. Vor allem seine Forza-Parts gucke ich momentan ziemlich gerne an. Fängt jetzt auch an. Und ja. Was soll man da halt groß sagen? Das ist 4 Jahre lang ein Spiel zu machen. Und ja, er macht immer wieder Sachen, die er schon mal gemacht hat. Das ist klar nach einer Zeit. Aber trotzdem ist es immer wieder irgendwie neu. Und ja, ist halt eine beachtliche Zeit. Oder eine längere Zeit, besser gesagt. Also bisher mein längstes Let's Play war 160 Parts lang. Und das war halt NFS World. Und ich glaube, Forza wird das ablösen als längstes Let's Play auf meinem Kanal. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. Vor allem, wenn ich dann noch irgendwann die beiden DLCs habe, dann kommt ja nochmal viel dazu, was ich dann wahrscheinlich spielen werde. Ich habe jetzt vom, ich sag mal, rohen Spiel schon 80 Parts. Und ja, ich glaube, das wird das längste Let's Play sein, aber es macht ja auch verdammt viel Spaß. Es ist ein grandioses Spiel. Ich überlege momentan auch noch ein zweites Let's Play nebenbei zu machen, aber ich wüsste halt nicht genau was. Ich hatte erst vor, vielleicht Transport wieder oder City Skylines und Schönbauprojekt zu machen, aber ich kenne mich da. Das breche ich dann recht schnell wieder ab, weil ich da irgendwie... Ja, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ja, was heißt, habe ich keine Lust mehr, aber dann gehen mir zum einen die Ideen aus und zum anderen, ja, doch ein bisschen auch der Spaß. Beziehungsweise, dann höre ich irgendwann auf schön zu bauen und mache dann einfach nur noch irgendwie sowas. Ich gucke mir wahnsinnig gerne Videos zu irgendwelchen Schönbausachen an, zum Beispiel... Ab und zu gucke ich jetzt Parts von Hans Dampf, heißt der, glaube ich. Der macht Transport Viva Schönbau. Und da gucke ich ab und zu jetzt momentan mal rein. Und ich finde das ziemlich interessant. Vor allem mit dem Zeitraffer und wie er das generell macht. Und ja. Ich könnte das nicht. Ist jetzt auch falsch ausgedrückt, aber. Ja. Ist halt nicht so ganz das für mich, glaube ich.
Na, das Rennen wird wohl nichts. Vielleicht hole ich noch einen auf oder einen ein. Aber ich glaube es mal nicht. Nee. Ja gut. Mache ich jetzt aber auch erstmal noch die Wheelspins auf und dann Schluss für den Part. Im nächsten Part mache ich dann Optik-Tuning. Hoffentlich vielleicht. Und ja, hier beide Wheelspins. Wird der Part halt etwas kürzer. So, was Legendäres dabei. Ja, das wird's glaube ich nicht. Aber immer 150.000, das nehme ich natürlich sehr gerne. Vor allem, wenn ich jetzt 80.000 ausgegeben habe für Tuning. Ich war gerade irgendwie ein bisschen brenner AFK. Ja gut, dann würde ich sagen, auch wenn der Part halt jetzt, wie gesagt, kürzer ist, hoffe ich, dass es euch gefallen hat natürlich. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.